Ja, hallo, heute wollen wir die HÜ berichtigen und wir haben das ja eben im Unterricht schon gestartet und ich möchte einfach nochmal einige der Aufgaben, insgesamt sieben, hier mit euch durchsprechen. Grundlage für alles bei den rationalen Zahlen ist der Zahlenstrahl oder die Zahlengerade und da ist es immer so, immer wenn man quasi in die Richtung hier geht, dann ist das immer Plus. Und wenn man in die Richtung geht, ist es immer Minus. Das heißt, man muss sich immer überlegen, in welche Richtung geht denn jetzt eine Rechnung oder in welche Richtung müsste ich eigentlich gehen von 0 an, um einen Punkt einzutragen. Bei der minus 15 hier müsste ich quasi 15 Schritte in die Richtung gehen. Deswegen machen wir jetzt mal hier unten drunter den Pfeil in die Richtung, damit ich mir das bewusst mache, das sind Dinge, die in die negative Richtung gehen. Dann haben wir hier zwei Zeichen, die zusammengebaut werden müssen, nämlich Plus, Minus. Wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, dass Plus, Minus, Minus ergibt als Gesamtzeichen. Und auch da sehen wir dann halt wieder, dass es hier minus 23 wären, also auch in diese Richtung der Pfeil einzutragen ist. Der Gesamtpfeil hier, den wir normalerweise nicht zeichnen, aber der geht bei diesen beiden ganz eindeutig in diese Richtung, ist also Minus. Wenn ich das so feststelle, dass der Gesamtpfeil in die negative Richtung geht, dann muss hier auch zunächst mal ein Minus hin, denn das wird das Vorzeichen unseres Ergebnisses sein. Denn beide gehen in die Minusrichtung, also kommt am Ende auch eine negative Zahl raus. So, und dann haben wir hier eine Klammer. In diese Klammer müssen am Ende die beiden Zahlen eingetragen werden, also die 15 und die 23. Wenn beide in die gleiche Richtung gehen, wie wir das ja hier haben, wir haben hier die eine und da haben wir die andere, den anderen Pfeil, insgesamt gehen die beide in die gleiche Richtung, die addieren sich quasi hier. Also der Gesamtpfeil ist genauso lang wie der plus der. Also müssen wir dann hier Plus rechnen. Wir addieren beide. Dann spielt auch die Reihenfolge keine Rolle. Wir können also einfach 15 plus 23 rechnen. Okay, das Minus bleibt als Ergebnis, weil es schon vor der Klammer steht. Und dann müssen wir nur 15 plus 23 sind 38 rechnen. Das heißt, um das nochmal in eine andere Sprache umzusetzen, wir haben 15 Euro Schulden und wir machen noch 23 neue Schulden. Also haben wir insgesamt jetzt 38 Euro Schulden. Oder wir hatten minus 15 Grad und es ist noch 23 Grad kälter geworden. Also haben wir jetzt minus 38 Grad. Okay, schauen wir uns das nächste Beispiel an. Hier steht eine plus 6. Dementsprechend, plus hatten wir hier oben im Zahlenstrahl uns gesagt, geht immer nach rechts. Ja, wird also größer. Dann haben wir hier das Problem wieder mit zwei Rechenzeichen hintereinander, also minus, minus. Und bei minus, minus haben wir irgendwann mal gesagt, das ergibt Plus. Wenn das Plus ergibt, muss das auch in diese Richtung gehen mit dem Pfeil. Also geht der auch nach rechts. Der Gesamtpfeil hier, den wir bisher nicht gezeichnet haben, aber der vielleicht euch hilft, geht dann auch in die Richtung, ist also dann positiv. Das heißt, unser Vorzeichen hier ist positiv. Wir machen wieder eine Klammer. Da kommen gleich unsere Zahlen rein. Von mir aus kann man auch das gleich schon machen. So, und hier ist es wieder so, dass sich beide Pfeile zusammen zum Gesamtpfeil ergeben. Das heißt, beide werden zusammen addiert. Also muss ich schon ein Plus dazwischen machen. Kann also einfach 6 plus 16 hier hinschreiben. So, und das Vorzeichen bleibt plus, weil es vor der Klammer steht und 6 plus 16 sind halt 22. Okay, kommen wir zum nächsten Beispiel. Hier starten wir mit einer minus 3. Dementsprechend, Minuspfeile sind immer nach links. Und dann haben wir hier als nächstes ein plus minus, das wir wieder zusammenfassen müssen. Plus minus ergibt, haben wir auch schon mal gehabt hier oben, nur in anderer Reihenfolge. Immer wenn das unterschiedliche Vorzeichen sind, kommt da Minus raus. Also geht der Gesamtpfeil hiervon auch nach links. Und der Gesamtpfeil von beiden Rechnungen geht auch nach links.
sodass wir wieder wissen, ein Pfeil, der nach links geht, hat ein Minus als Vorzeichen, also wieder ein Minus dahin, Klammer auf und Klammer zu und ein Gleich. So, beide Pfeile gehen in gleicher Richtung, sie addieren sich, also kommt hier ein Plus hin. Und dann können wir wieder 3 plus 127 dahin schreiben, das sind 130, aber jetzt dürfen wir das Minus von vor der Klammer nicht vergessen, also minus 130. Okay, kommen wir zur vierten Aufgabe. Überlegt mal kurz selbst, wohin würdet ihr den ersten Pfeil zeichnen bei der minus 61? Negative Zahlen erhalten immer einen Pfeil nach links, weil sie kleiner werden, also gegen die Pfeilrichtung des Zahlenstrahls. Dann haben wir hier minus, minus. Was ergibt das? Richtig, minus, minus ergibt plus. Das heißt, hier kommt ein Pfeil hin, der in die andere Richtung geht. So, wenn wir jetzt das hier mal sehen, dann kommt es natürlich an, welcher von beiden Pfeilen jetzt stärker ist, also größer ist. Und dafür schauen wir uns tatsächlich hier nur die reinen Zahlen hier an, also die 61 und die 7. Welche von den beiden Zahlen ist größer? Naja gut, die 61 ist größer und die 61 hat als Vorzeichen ein Minus. Also kommt hier vor die Klammer ein Minus, denn die 61 zieht uns stärker in den negativen Bereich, als die 7 uns in den positiven Bereich zieht. So, dann kommt hier wieder eine Klammer und gleich. Immer dann, wenn die Pfeile in unterschiedliche Richtungen ziehen, dann kommt da ein Minus dazwischen. Und jetzt muss ich ganz kurz entscheiden, welche von beiden Zahlen ist die größere. Das ist die 61, die kommt dann links hin und die kleinere kommt rechts hin. Zufällig ist das genauso wie hier in der Aufgabe. Ich muss also jetzt 61 minus 7 rechnen, das sind 54. Und das Vorzeichen kommt von vor der Klammer, also minus 54 wäre hier das Ergebnis. Schauen wir uns die Nummer 5 an. Wohin geht der erste Pfeil? Okay, der erste Pfeil ist negativ, die Zahl, also geht er nach links. Dann müssen wir uns die Plus-Minus oder Minus-Plus hier angucken. Was gibt das insgesamt? Richtig, das gibt Minus, also geht der Pfeil in diese Richtung. Wir haben wieder zwei Pfeile, die in gleicher Richtung gehen. Dann können wir einen Gesamtpfeil direkt machen, der auch in diese Richtung geht. Das wiederum bedeutet, dass wir welches Vorzeichen hier dran schreiben? Richtig, Minus. Minus, Klammer auf. So, und weil beide Pfeile in gleicher Richtung gehen, immer dann schreiben wir ein Plus dazwischen und schreiben dann die beiden Zahlen, die da stehen, auf. So, 93 plus 16, das sind 109. Und das Vorzeichen davor ist die Minus. Ja, das kommt von vor der Klammer. Okay, nächste Aufgabe. Die minus 18, in welche Richtung geht der Pfeil? Richtig, nach links. Dann haben wir hier Plus oder Minus Plus zu machen. Was ist daraus das gesamte Zeichen? Minus Plus ergibt Minus. Das heißt, hier gibt es einen gemeinsamen Pfeil nach links. Das heißt, ich kann hier auch einen gemeinsamen Pfeil zeichnen, der nach links geht. Also kommt dann Minus drunter und hier kann ich Minus vor die Klammer schreiben. Zwei Pfeile in gleicher Richtung bedeuten als Rechenzeichen in der Klammer ein Plus. Und dann kann ich die beiden Zahlen einfach dazu schreiben. Gut, 18 plus 3 wären 21 und dann kommen noch die Komma 2 dazu. Und davor steht ein Minus, also minus 21,2.
So, die letzte Aufgabe, es kommen zwar im Test noch drei weitere, ist jetzt diese hier. Plus 6,8. Ja, das ist jetzt positive Richtung, also in die Richtung. Was gibt plus plus? Das hatten wir heute noch nicht hierbei. Plus plus gibt plus, also geht das auch in diese Richtung. Das heißt, wir haben einen Gesamtpfeil nach rechts und das ist dann hier, der ist dann positiv. Also positiv, Klammer auf, Klammer zu. Weil beide Pfeile in die gleiche Richtung gehen, haben wir hier in der Klammer was für ein Rechenzeichen? Ein Plus. Und dann schreiben wir die beiden Zahlen dahin. Und dann müssen wir das kurz im Kopf rechnen. Also 6 plus 18 sind 24 und 0,8 plus 1,4 sind 1,2. Sind also 24, 25,2 und zwar plus. Okay, schauen wir uns die Aufgaben bis dahin nochmal an. Wir hatten nur eine Aufgabe bei den ganzen Aufgaben, das war hier die Nummer 4, wo die Pfeile in unterschiedlicher Richtung waren. Das ist jetzt Zufall. Immer dann, wenn die Pfeile hier, die wir da sehen, in unterschiedliche Richtung gehen, kommt hier in die Mitte ein Minus. Und dann kommt die größere Zahl hier hin und die kleinere Zahl dahin. Als Vorzeichen kommt eigentlich das Zeichen oder der Pfeil hier hin, der unter der größeren Zahl ist. Also hier bei der 61, der geht nach da, ist also ein Minuspfeil. Deswegen kommt hier ein Minus hin. Und dann rechne ich die Klammer einfach aus. Das ist 54 und das Vorzeichen hier kommt davor. In den anderen Fällen, ob jetzt hier die beiden nach links gehen, also damit ein Minus als Vorzeichen für hier erzeugen. Oder ob beide Pfeile wie hier in dem Fall nach rechts gehen und dann deswegen ein Plus davor erzeugen. Das ist, sind die beiden anderen Fälle. Und da muss dann halt, weil die Pfeile sich addieren, jeweils ein Plus in die Klammer geschrieben werden. Und dann rechnet man jeweils immer die Klammer aus, nimmt das Vorzeichen von vorne nach hinten und dann ist alles gut. Also, es ist immer so, man muss gucken, was kommt als Vorzeichen dahin, was muss in die Klammer, muss hier ein Plus oder ein Minus rein. Wenn da ein Minus steht, muss hier die größere Zahl stehen und da die kleinere. Bei Plus ist das egal. Okay.